Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Koalition ist eine heftige Diskussion über die nächsten Schritte in der Flüchtlingskrise entbrannt. Es geht um sogenannte Transitzonen, die nach dem Willen von CDU und CSU an den Grenzen eingerichtet werden sollen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die kaum Chancen auf Asyl haben, wie aus einem Entwurf des Innenministeriums hervorgeht. Menschen, deren Anträge in einem Schnellverfahren abgelehnt werden, dürfen demnach gar nicht erst einreisen. Von der SPD kam scharfe Kritik. Justizminister Maas sprach in der Süddeutschen Zeitung von Haftzonen und Massenlagern im Niemandsland. Um das C, um das Christliche in der Union wird derzeit heftig gerungen und um das Asylrecht in der Verfassung. Der bayerische Ministerpräsident greift die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin immer wieder heftig an. Doch diese Woche beginnt bei den Schwesterparteien, sehr zur Freude Seehofers, mit einem Friedensangebot. Die Transitzone soll kommen. Wichtig ist, dass jetzt in einem wichtigen Punkt CDU und CSU übereinstimmen. Bei einer Regionalkonferenz der CDU am Abend in Stade geht Bundeskanzlerin Merkel kurz darauf ein. In diesem Verfahren wird man auch zum Beispiel Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern vielleicht gleich an der Grenze entscheiden können. Darüber reden wir noch, damit dann auch klar wird, wer eine Bleibeperspektive hat, dem hilft Deutschland, wer keine hat, dem kann nicht in unserem Land geholfen werden. Doch die SPD positioniert sich klar dagegen. Wir sind sehr gesprächsbereit, wenn es darum geht, wieder Ordnung in die Einreise von Flüchtlingen zu bringen. Aber an der deutsch-österreichischen Grenze Haftanstalten für Tausende von Flüchtlingen zu bauen, das halte ich nicht für vorstellbar. Das wäre unmenschlich und auch praktisch undurchführbar. Als geradezu absurd beurteilt die Opposition die geplanten Transitzonen. Da muss man konsequent sein. Da muss man sagen, 3000 Kilometer werden komplett abgeriegelt mit Stacheldraht, mit Schießbefehlen, mit einer Art Mauer, wie wir sie früher zur DDR hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand ernsthaft fordert. Eine solch unterkomplexe Lösung traue ich nicht mal der CSU zu. Doch Bundesinnenminister de Maizière hat bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, an dem nun noch gefeilt werden muss. Mit dem Schulterschluss in der Union nimmt die Kanzlerin Druck aus dem angespannten Verhältnis zur Schwesterpartei. Sie baut damit allerdings andere Fronten auf, bei der Opposition sowieso, aber auch beim Koalitionspartner der SPD. Regierungssprecher Seibert hat angekündigt, dass die Spitzen der Koalition schnellstmöglich über die Einrichtung von Transitzonen sprechen werden. Einen Zeitplan nannte er aber nicht. Vom Innenministerium kam der Hinweis, dass solche Zonen im Einklang mit EU-Recht stünden. An großen deutschen Flughäfen gibt es sie schon, die Transitbereiche. Im Schnellverfahren wird hier entschieden, ob die Asylsuchenden ins Land gelassen werden oder nicht. Dies auf die Landgrenzen zu übertragen, ist rechtlich nicht ganz einfach. Denn Transitzonen bedeuten flächendeckende Grenzkontrollen. Und die darf es nach dem Schengener Abkommen nur ausnahmsweise und zeitlich begrenzt geben. Maximal 2 Monate als Sofortmaßnahme und maximal 2 Jahre, wenn sie rechtzeitig vorher angekündigt sind und außergewöhnliche Umstände vorliegen. Nach dem Plan der Union sollen in den Transitzonen vor allem die festgehalten werden, die offensichtlich keine Aussicht auf Asyl haben. Ob davon nur die Flüchtlinge vom Westbalkan betroffen wären, ist noch unklar. In diesen Bereichen soll das Asylverfahren dann besonders schnell abgewickelt werden, aber Beschleunigung hat auch ihre Grenzen. Man kann in so einer Transitzone natürlich nicht den Rechtsstaat abschaffen. Es muss zum Beispiel die Möglichkeit geben, Widerspruch einzulegen, gewissen Rechtsschutz zu bekommen, auch anwaltliche Hilfe. Wie man all das organisieren will, da sehe ich noch große Fragezeichen. Nach EU-Recht dürften Flüchtlinge höchstens 4 Wochen in Transitzonen festgehalten werden. Ebenfalls problematisch. Österreich ist keinesfalls verpflichtet, die Asylsuchenden nach einem Verfahren wieder aufzunehmen. Neben vielen praktischen Fragen ist also auch rechtlich noch einiges offen. In der Türkei konzentrieren sich die Ermittlungen nach dem Anschlag in Ankara auf die Terrormiliz Islamischer Staat. Der IS sei Hauptverdächtiger, sagte Ministerpräsident Davutoğlu. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP gibt der Regierung und Präsident Erdogan eine Mitschuld. Bei den Explosionen während einer Friedensdemonstration am Samstag starben nach offiziellen Angaben 97 Menschen.
Trauerfeier in der Kürşat Bey Grundschule in Ankara. Auch ein 9-jähriger Schüler, der mit seinem Vater am Samstag zu einer Friedensdemonstration gehen wollte, ist durch den Anschlag ums Leben gekommen. Heute finden im ganzen Land Beerdigungen statt, die in vielen Städten zu Protestkundgebungen werden. In Istanbul organisiert die Anwaltskammer eine Demonstration vor dem Justizpalast. Viele im Land geben der Regierung eine Mitschuld an dem Anschlag. In Sprechchören rufen sie Mörder Erdogan und fordern den Rücktritt der Regierung. Ministerpräsident Davutoğlu sagt dem türkischen Sender NTV, dass die Spuren in Richtung des sogenannten Islamischen Staates gehen, dass aber auch Verbindungen zur PKK und zu ultralinken Gruppen untersucht werden. Jetzt, ohne ins Detail gehen zu können, geht man von 2 Selbstmordattentätern aus und untersucht derzeit deren Profile, beziehungsweise wie konnten sie an den Platz gelangen und wie konnten die Bomben transportiert werden. Da weitere Anschläge nicht ausgeschlossen werden, verstärkt die Regierung die Sicherheitsmaßnahmen in allen Großstädten. So patrouillieren zum Beispiel in der Fußgängerzone in Istanbul mehr Polizisten als sonst. Trotz der erhöhten Gefährdungslage werde an dem Termin 1. November für die Neuwahl des Parlaments festgehalten. Wegen des Anschlags haben die großen Parteien bis Ende der Woche sämtliche Wahlkampfveranstaltungen abgesagt. Über die Konsequenzen des Anschlags für die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU haben wir mit einem Politikwissenschaftler gesprochen. Das Interview finden Sie auf tagesschau.de. Die EU-Außenminister setzen angesichts von Millionen Flüchtlingen verstärkt auf eine politische Lösung des Syrien-Konflikts. Langfristig soll dabei Machthaber Assad keine Rolle spielen. Einige Länder schließen aber Gespräche mit ihm nicht aus. Eine klare Forderung richteten die Minister an Russland. Moskau solle seine Luftangriffe auf die gemäßigte syrische Opposition umgehend einstellen, hieß es in der Abschlusserklärung. Für die Europäer hat das russische Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg eine neue Realität geschaffen. Und die sehe nicht besser aus als die alte. Das hat sicher die Lage verändert und manches davon macht uns sehr besorgt. Die EU kritisiert, dass die russischen Luftangriffe, anders als behauptet, nicht jene Kräfte wie den Islamischen Staat treffen, die von der UNO als terroristisch eingestuft werden. Stattdessen treffen sie die gemäßigten Rebellen im Westen und stärken so den syrischen Diktator Assad, dessen Truppen sich jetzt wieder auf dem Vormarsch befinden. Der Bürgerkrieg, so fürchten Europas Außenminister, werde auf diese Weise noch mehr verlängert. Eine politische Lösung rücke in immer weitere Ferne, genauso wie ein möglicher Sturz Assads. Die politischen Ziele werden bescheidener gesteckt. In dem Zeitpunkt, in dem Assad und das Assad-Regime noch nicht weg sind, muss man daran gehen, eine Art Übergangsregierung auf den Weg zu bringen. Und solange das nicht der Fall ist, muss man bei kleineren Maßnahmen beginnen. Diese Maßnahmen sollen sich vor allem auf die mit Russlands Zustimmung verabschiedeten UNO-Resolutionen stützen. Sie verbieten zum Beispiel den Einsatz von Fassbomben, aber sie bezeichnen auch ganz andere Kräfte als Terroristen als jene, die Russlands Luftwaffe derzeit bombardiert. Europa erwartet jetzt, dass Russland nicht nur seine Macht demonstrieren will, sondern auch, dass es eine konstruktive Rolle spielen kann. Reichen würde selbst das nicht. Iran und Saudi-Arabien, beide tief miteinander verfeindet, befeuern den syrischen Krieg von außen. Auch sie werden gebraucht für eine politische Lösung, wann immer die auch kommen soll. Ein weiteres Thema der EU-Außenminister war die Präsidentenwahl in Weißrussland. Dort ist gestern der autoritär regierende Staatschef Lukaschenko im Amt bestätigt worden. Nach offiziellen Angaben erhielt er gut 83% der Stimmen. Internationale Wahlbeobachter hatten den Urnengang in der früheren Sowjetrepublik als wenig transparent kritisiert. Dennoch kündigte die EU an, Sanktionen gegen Weißrussland zunächst für 4 Monate auszusetzen. Es habe weniger Repressalien als bei früheren Wahlen gegeben, sagte Bundesaußenminister Steinmeier. Bei seinem Besuch in Südkorea hat Bundespräsident Gauck dafür geworben, den Dialog mit Nordkorea fortzusetzen, trotz der militärischen Provokationen aus dem kommunistischen Nachbarland. Nach einem Treffen mit Südkoreas Präsidentin Park forderte Gauck den Norden auf, sein umstrittenes Atomwaffenprogramm zu stoppen. Vertrauen und Dialog seien der Schlüssel zu friedlichem Wandel, so der Bundespräsident weiter.
Der britische Forscher Angus Deaton erhält in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Das gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Damit werde seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlfahrt gewürdigt. Durch die Forschungen Deatons könne man besser verstehen, wie sich Armut verbreitet. Der 69-Jährige lehrt an der US-Elite-Universität Princeton. Wie misst man Armut? Wie entsteht wirtschaftliche Ungleichheit? Das ist das Forschungsthema des diesjährigen Preisträgers. Am Mittag wurde sein Name in Stockholm verkündet. Der Wirtschaftspreis geht wie so oft in die USA. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Preis an Angus Deaton zu verleihen für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlfahrt. Angus Deaton misst Armut nicht etwa am Einkommen, sondern anhand von Konsumverhalten. Was simpel klingt, war vor Jahren bahnbrechend. Deaton untersucht auch die Entwicklung von Armut und wirtschaftlicher Ungleichheit in der Welt, die oft ein Fluchtgrund ist. Was wir jetzt sehen, ist doch das Ergebnis von jahrhundertelanger ungleicher Entwicklung, so Deaton per Telefon. Die reiche Welt hat die Arme abgehängt. Doch die Menschen der armen Welt wollen besser leben, das bringt den Druck auf die Grenzen. Vor wenigen Minuten trat Deaton in Princeton vor die Presse, immer noch deutlich überwältigt. Ich kann es kaum glauben, ich will mich immer noch kneifen, ob es wirklich stimmt, sagte er. Seine Forschungsergebnisse sind in die Politik vieler Länder eingeflossen. Wir verstehen jetzt viel besser, wie Armut in der Welt entsteht, und wir können Armut in Entwicklungsländern besser messen. Am 10. Dezember wird der Preis in Stockholm verliehen. Mit dem Deutschen Buchpreis wird in diesem Jahr ein Roman gewürdigt, den die Jury selbst in bestem Sinne maßlos nennt. Unter dem Titel »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« hat Frank Witzel auf ganz eigene Art ein Kapitel bundesdeutscher Geschichte aufgearbeitet. Das sei einzigartig in der deutschsprachigen Literatur, befand die Jury und erkannte Witzel die wichtigste Auszeichnung der Branche zu. Bekannt gegeben wurde die Entscheidung wie immer am Vorabend der Buchmesse in Frankfurt. Völlig überrascht zeigte sich der Preisträger Frank Witzel, der sich selbst nur für einen krassen Außenseiter auf den Deutschen Buchpreis hielt. Ich wusste, als ich den Roman fertiggestellt habe, tatsächlich selbst nicht, ob mir da was geglückt war oder ob ich mich völlig verrannt hatte. Die Jury des Deutschen Buchpreises hatte in den letzten Monaten fast 200 Titel gelesen und bewertet. Am Ende entschied sie sich für die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Frank Witzel erzählt aus der Sicht eines 13-jährigen Jungen aus der hessischen Provinz. Der Roman spielt Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in der die RAF die Bundesrepublik terrorisierte. Die Geschichte einer ganzen Generation. In der Begründung heißt es, Witzel habe ein genialisches Sprachkunstwerk geschaffen. Was uns wirklich begeistert hat an diesem Roman, ist die Form, die er gewählt hat. 800 Seiten, ein gewaltiger Brocken und entsprechend der Verknüpfung von drei großen Themenfeldern, nämlich Politik, Pop und Paranoia, zerfällt auch dieser Roman in sehr verschiedene Textfragmente. Frank Witzel hat über 15 Jahre an diesem opulenten Werk gearbeitet. Dafür erhält er den Deutschen Buchpreis, der mit 25.000 Euro dotiert ist. Nach der Qualifikation für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Frankreich sieht Bundestrainer Löw noch viel Arbeit auf sich zukommen. Das DFB-Team hatte gestern Abend in Leipzig 2:1 gegen Georgien gewonnen. Überzeugen konnte der Weltmeister aber nicht. Der eine traute sich zunächst nicht so richtig vor die Mikrofone, der andere wirkte extrem nachdenklich. Am liebsten wären sie gestern alle schnell verschwunden. Europameisterschaft ist wieder was anderes, aber Fakt ist, so wie wir heute gespielt haben, brauchen wir nicht bei der EM antreten. Peinlich, die vielen vergebenen Torchancen in der ersten Halbzeit. Gerade Reus wirkte teilweise kläglich vor dem Gehäuse. Wie beim 0:1 in Irland gab es eine deutliche Überlegenheit, aber keinerlei Effektivität. So wie wir gespielt haben gegen Irland und jetzt auch gegen Georgien, das ist normalerweise nicht unser Anspruch. Erst ein verwandelter Elfmeter von Müller brachte den Weltmeister in Führung, der schließlich durch das Joker-Tor von Kruse 11 Minuten vor dem Ende auch gewann. Zwischendurch wirkte die DFB-Auswahl aber auch in der Defensive nervös und unkonzentriert.
hätte nach dem Ausgleich sogar mehrfach in Rückstand geraten können. Ich kann versprechen, dass auch bei der EM Deutschland wieder eine sehr, sehr gute Mannschaft stellen wird mit allen Chancen. Bis zum Titel wartet aber noch extrem viel Arbeit. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 13. Oktober. Deutschland wird von zwei Tiefs in die Zange genommen und die beenden morgen das sonnige Hochdruckwetter. Heute Nacht gibt's mal mehr, mal weniger Wolken und im äußersten Nordosten sowie an den Alpen regnet es etwas. In der Südhälfte teilweise klar und dort kann sich morgen zunächst noch die Sonne zeigen. Sonst überwiegend bewölkt, gebietsweise fällt Regen, in den Hochlagen auch Schnee. Am Bodensee heute Nacht bis 7, an der Ostsee 6 Grad, in der Mitte mancherorts leichter Frost. Morgen 4 Grad im Harz bis 15 Grad im Breisgau. Am Mittwoch viele Wolken, hier und da etwas Sonne und gebietsweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Auch in den folgenden Tagen mehr Wolken als Sonne, dazu Regen. Im Schwarzwald und in den Alpen rieselt weiterhin Schnee. Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Welche Chance haben Transitzonen in Deutschland? Fragen von Thomas Roth an Justizminister Maas. Und Kurden gegen Türken, drohen auch hierzulande Konflikte? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.